Herzlich willkommen zum Wochengruß Nummer 2234 vom, heute ist Goethes Geburtstag. Ja. 28. August 1756. Weiß auf jeden nicht. Fall früher. Dann war Goethe Geburtstag. Robert hat heute 237. Geburtstag. Mhm. Ein früher NLPler. Das ist der erste Wochengruß nach den Ferien und ich freue mich, dass Daniel da ist, weil ich möchte dein Webinar rühmen. Ja. Das war schön. Genau. Daniel hat letzte Woche am Donnerstag ein Webinar gegeben. Das erste nach der Sommerpause. Mit dem Titel Coaching auf Ebene 5. Ja, Coaching Analyse hier, genau. Habe ich es, glaube ich, genannt. Und ich finde die Grundidee erstmal brillant. Er hat eine Demo genommen, eine sehr schöne Demo mit Monique aus der Coach-Ausbildung und sie analysiert, wodurch es ihm gelungen ist, etwas, was man nie gedacht hat, nämlich die vorhandene Komplexität noch ungefähr zu verzehnfachen. Ja. Weil er hat nämlich nicht nur immer das beschrieben, was ich in dem Coaching gemacht habe, er hat auch noch das beschrieben, was er darin sehen könnte, wenn er wollte. Ja, was Ralf gemacht hat aus unbewusster Kompetenz heraus. Und ich fühle mich seitdem so unter Druck, dass ich mal irgendwann wirklich das mache, was Daniel in meiner Arbeit sieht. Nee, ja. Es ist wirklich spannend, sozusagen dann durch deine Metaprogramme das Coaching nochmal zu sehen. Ja. Ich meine, das ist ja auch gewissermaßen der Sinn von Modeling, dass man auch aus verschiedenen Perspektiven einen und denselben Zusammenhang unterschiedlich beschreiben kann und da unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Strukturen drin erkennen kann und am Ende irgendwie sagen kann, boah, da steckt aber viel drin, da ist echt eine hohe Dichte drin an Informationen, obwohl es vielleicht ganz anders gemeint war, aber ich habe auf jeden Fall von vielen Teilnehmern, die halt auch ein bisschen sich schon damit beschäftigt haben, das Feedback bekommen, dass sie dadurch auch ganz viel verstanden haben, wie Modeling funktioniert, wie die logischen Ebenen funktioniert, wie man auf den verschiedenen Ebenen arbeiten kann und dergleichen. Das heißt, also für mich ist, ob du es jetzt wirklich wolltest, was ich da erzählt habe, gar nicht so entscheidend. Man kann es ja auch gar nicht sagen. Ich meine, heute ist ja Goethes Geburtstag. Und den hat man mal gefragt, den Goethe, was jetzt eigentlich wirklich im Faust drinsteht. Und seine Antwort war, woher soll ich das wissen? Mhm. Und das finde ich eine sehr korrekte Antwort. Ich meine, ich mache jetzt NLP seit, um Gottes Willen, will ich gar nicht sagen, über 30 Jahren. Und viele Sachen kommen da wirklich automatisch. Und ich würde gar nicht behaupten, also die ist mit Sicherheit nicht alles bewusst. Ja. Ganz bestimmt nicht. Und natürlich gewöhnt man sich auch unbewusst Sachen an, von denen man einfach weiß, dass sie funktionieren. Ja. Und über die ich mir nie Gedanken mache. Und dann kommst du und beschreibst das. Und ich denke mir, ja, das könnte vielleicht sogar in Wirklichkeit so gewesen sein. Ne? Genau. Und man muss auch dazu sagen, die Demo selber war auch schön, weil sie war mit einer Beziehungstypfrau. Man sollte, glaube ich, eigentlich Demos, die man analysiert, immer nur mit Beziehungstypen machen. Weil ich finde, Erkenntnistypen, die feiern eher so innerlich. Die machen auch ganz viel Party, aber innen drin. Ja, und darum ging es ja dieses Wochenende auch, um die Party innen drin. Genau. Während Beziehungstypen halt die Welt daran teilhaben lassen. Ich hatte ja auch mal die Idee mit den drei Körpern psychografisch und dass halt die Beziehungstypen den Beziehungskörper haben. Also ein Körper, der in Beziehung geht, während Erkenntnistypen eher so einen Wahrnehmungskörper haben, der so Input einsaugt. Und da kriegst du halt oft, dass ein Erkenntnistyp im Coaching sitzt und sagt, oh wow. Und das war dann ein lebensveränderndes Ereignis. Das war ein Moment, wo die Welt erschüttert war. Während halt jetzt dieses Coaching mit Monique, das ist, ich meine, allein ihr Strahlen ist ja so großartig. Ja. Die reagiert und das ist schon toll. Also, mach mit. Ich bin dabei, Daniel zu überreden, dass er sowas öfter macht. Ein bisschen problematisch, kurze Demos zu finden. Ne? Ja. Das muss man schauen, dass man... Aber das finden wir. Genau, das ist schön. Und zur Not sind wir beide Handlungstypen und machen einfach welche. Ach, du meinst nicht? dieses Wochenende, Daniel hat es gerade angedeutet, hatten wir praktisch eine Woche in Submodalitäten. Genau. Die innere Party, also das Abenteuer Innenwelt, das ist ja gerade was ein Thema, was bei mir durch allen überall hervorsprießt. Das ist jetzt die erste Woche Modeling praktisch, war Abenteuer Innenwelt. Jetzt heute hatten wir, ich habe ja wieder ein Wochenende mit einer Flipchart gemacht, die logischen Ebenen wieder mal neu erfunden mit Warkok T und Warkok M. Dazu gibt es am Donnerstag in meinem Webinar mehr, wo ich erklären werde, dass NLP für mich eine Kunst ist und keine Wissenschaft. Da werde ich NLP zurückführen auf die Höhlenmalerei. Ja. Da werde ich erklären, dass die Höhlenmalereien im Grunde NLP-Formate sind.
und vielleicht machen wir das dann Ganze auch. Heute hatten wir Mapping Across auf vielen Ebenen, das war sehr schön. Ich schätze mal, Dienstag im Podcast wäre ich wieder da. Dienstag im Podcast werde ich logische Ebenen, Psychografie und Spiral Dynamic zu einem Modell zusammenfassen. Wird cool. Okay. Die muss ich morgen aufnehmen. Mhm. Im Newsletter geht es gerade, das finde ich auch sehr, es ist ja, also man denkt ja eigentlich irgendwann auch selber, irgendwann ist mal gut, aber es kommen echt immer neue Ideen. Wir hatten jetzt auch dieses Pausengespräch über verschiedene Arten der Veränderung, wo du meintest, du warst jetzt auf einem Seminar, wo die auch anders war. Ja. Ich habe jetzt gemerkt, und darüber geht gerade der Newsletter, dass gesellschaftliche Veränderungen, die im Rahmen von Jahrzehnten stattfinden, die wir halt gerade sehr erleben, irgendwie auf eine Art geschehen, wie das nicht im NLP-Buch steht. Also die geschehen nicht durch Therapiegespräche, die geschehen nicht durch signifikante emotionale Ereignisse und plötzlich guckst du zurück auf 10 Jahre Leben und stellst fest, ich bin ein völlig anderer Mensch. Mhm. Also ich habe das auch sehr gemerkt, wenn man, vielleicht kennst du das auch, man guckt sich Filme, an die man eine bestimmte Erinnerung hat. Boah, der Film war so klasse, der war so spannend, der war so berührend. Und dann guckst du 15 Jahre später den Film und denkst dir, aha, echt jetzt? Das fand ich mal gut. Mhm. Kennst du auch, ne? Ja. Und das Dumme ist, du weißt ganz sicher, der Film hat sich nicht geändert. Okay, inzwischen weiß man es auch nicht mehr ganz sicher, aber... Stimmt. Was so wegretuschiert wurde an Zigaretten von früher aus den Filmen. Genau, so. Aber im Großen und Ganzen ist es noch derselbe Film, aber irgendwie du bist anders. Und diese Arten von Veränderungen, die geschehen ja nicht im Therapiegespräch und mit emotionalen Ereignissen und die beschreibe ich gerade im Newsletter. Und du hast jetzt auch nochmal eine Veränderung erlebt, wo du auch sagst, die entspricht eigentlich gar nicht dem Modell, wie wir es hier machen. Ja, also wo halt irgendwie jemand mit einer Phobietechnik irgendwo eine Veränderung, also eine Phobietechnik, haben wir jetzt auch gelernt, eine Veränderung auf unteren logischen Ebenen so super technisch und super emotionslos und wie damit jemand wirklich auch eine Veränderung bis auf Ebene 6 und Ebene 7 durchführt. Hast du gerade emotionslos gesagt? Ja. Also du hast wirklich erlebt, wie mit einer relativ emotionsmilden Arbeit eine Veränderung auf einer spirituellen Ebene geschieht. Ja. Finde ich cool. Wie? Ich glaube, das würde hier an der Stelle ein bisschen zu weit führen. Aber wann machst du dein nächstes Webinar? Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir hier eine Stunde Gespräch. Und aber das wäre auch spannend zu sagen, wie kann ich emotionslos meine Spiritualität verändern? Gut, du meinst, wir hören jetzt auf? Mhm. Gut. Genau, also ich will kurz gesagt, die Sommerpause ist zu Ende. Es geht wieder richtig ran. Es ist mehr als früher alles mit allem vernetzt. Ich habe das Gefühl, ich mache jetzt gerade in Wochenenden Newsletter, Podcasts und Webinaren ein ähnliches Thema, diese Sache mit Vakuum. Ich sage noch den Einschlusssatz. Für mich ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, mein NLP-Modell hat jetzt wieder so ein Punkt erreicht, wo es für eine längere Zeit angekommen ist. Dieses wirklich Zurückführen auf das WAKOK ist für mich nochmal fast eine Neuerfindung des NLP. Also ich finde das großartig. Daniel, ich danke dir und nochmal großes Kompliment für das Webinar, was ich allen empfehle zu gucken. Ich frage hinterher ab, ach, was mir noch einfällt. Wenn du Lust hast mitzumachen, mein YouTube-Kanal steht bei gut 600 Abonnenten und ich frage mich, ob wir das nicht hinkriegen, das bis Ende des Jahres auf die 1000 hochzukriegen. Für die 600 habe ich jetzt 4 Jahre gebraucht. Vielleicht fangen wir mit 601 an. Wir sollten die 666 überspringen, weil die Zahl ja so ein bisschen heikel ist. Ja. Das war von 665 gleich auf 667 gehen. Also der 666. muss einen Freund mitbringen. Dass sie sich beide sofort anmelden. Das fände ich schön, wenn das ein bisschen mehr werden. Mhm. Okay, gut. In diesem Sinne, tschüss, bis nächste Woche beim Wochengruß. Und ich gehe jetzt dahin und mache das aus. Du kannst sitzen bleiben. Daniel, man sieht dich noch und flupp.